Herzlich willkommen zu meinem 43. Kurzvideo zu Windows Grundlagen, Windows Grundkompetenzen. Jetzt geht es darum, wie ich Programme im sogenannten Autostartordner anzeigen und deaktivieren kann. Autostartordner bedeutet, da gibt man eine Liste von Programmen hinein, die mit dem Start von Windows gleich gestartet werden. Also nicht später erst durch einen Doppelklick durch dich, sondern gleich automatisch mit Windows. Und da schauen wir uns jetzt an. Du startest den Task Manager. Das geht dann entweder über die Steuerungstaste Alt entfernen. Dann Auswahl oder du gibst bei Start im Startmenü gleich Task Manager ein. Ich habe jetzt hier Task Manager eingegeben, klicke hier mit der linken Maustaste drauf, starte den und gehe dann gleich ins Menü Autostart. Und dort habe ich ja all diese Programme, die mit meinem Programmstart, mit Windows Start, sagen wir so, gestartet werden. Wenn ich jetzt hier mit rechter Maustaste mir was auswähle und auf Deaktivieren gehe, wird dieses Programm dann mit dem Start von Windows nicht mehr gestartet. Es kann Vor- und natürlich auch Nachteile haben. Auf der rechten Seite sieht man dann auch hier die sogenannte Statuswirkung. Wenn sie hoch ist, dann wird der Start von Windows dann in dem Fall dann verlangsamt. Ja, das war's schon zum Anzeigen und Deaktivieren von diesen Programmen im Autostartordner.